diesmal von Störwirbel. Genau. Ein Kontiki. Von Zira. Von der Firma Zira, genau. Die ist nicht weit weg, da sitzt der Deckendorf unten. Ganz grübige Leute, wie man die mal trifft. Hab schon die Ehre gehabt auf dem Presseevent in St. Engelmann. Ja, was ist ein Kontiki? Im Prinzip ist das in der Art, wie... Wenn wir jetzt am Disco-Coaster verwirren, oder? Ja, vielleicht wie eine Schiffschaukel, die wo sie draht. Eine Halfpipe. Eine Schiffschaukel, wo sie draht, ja. Ja, genau. Ja. Links und rechts sind Sitze. Genau. Kann man sie einsitzen. Das Coole ist, bei dem, wenn du da in der Mitte drin sitzt, du hast ja dann so deine Steine da drüber. Das schaut aus wie beim Fernseher, wenn es gerade davor sitzt. Genau. Der Steinwirbel ist... wie ein Stein thematisiert, wo es ja der Name schon sagt, sag ich jetzt mal. Genau. Und 2014 war das Teil geworden von Talonien, da war der erste Versuch vom Bayernpark einen Themenbereich zu machen. Ist nicht komplett umgesetzt worden, also zu Talonien hätte dann natürlich Talon gehört, aber als Rafting wollten sie dann mit einbeziehen. Der Name, den sagt man ab und zu noch irgendwo rumgeistern, aber so ganz umgesetzt worden ist heute der Bereich nie wirklich. Genau. Aber wir haben jetzt trotzdem ein schönes Fahrgeschäft für die komplette Familie gekriegt. Freigegeben ab einem Meter. Ab einen Meter freigeben. Bis 1,20 Meter Begleitung. Genau. Und dann können da wirklich jede Menge an richtigen Spaß drin genau, haben. Die Bauchwirbel haben wir schon manchmal. Vor allem in den äußeren Reihen. In den äußeren Reihen zirkt es halt auch richtig schön. Genau, also mit den ganz kleinen Kindern vielleicht in Krippen reingehen. Genau. Vor allem ist das allererste Mal vorne und wissen noch nicht so ganz, ist nichts. Die Erwachsenen natürlich, die nicht wissen, vertrage es oder vertrage es nicht, geht es erst damit mit einer, da dreht sich nicht gar so gar. Genau. Der Wartebereich ist, wenn wir uns schwenken, hinter uns. Das ist so ein bisschen nach Stonehenge, gell? Es ist ein bisschen Stonehenge und es ist ein relativ enger Wartebereich. Ja, also das muss man jetzt gleich mit dazu sagen, passt auf eure Schultern auf. Das ist so die Hürde, quasi dann das Fahrgeschäft rein oder nicht. Und ihr dürft euch auf jeden Fall einfacher, wenn ihr in der Gondel drin sitzt und eure Füße überkreuzt. Dann geht der Bügel nämlich noch ein bisschen weiter zu sogar. Aber jetzt nicht, wieder was dazu lernen. Genau, ja. Bis Fell wissen auch nicht, die Gepäckanlage ist jetzt da gleich. Wenn es Rucksack und so weiter habt, genau, da direkt abgehen. Da gleich beim Ausgang und dann kann der Spaß beginnen. Genau. Recht viel mehr gibt es über den Störwirbel leider nicht zum Verzeihen, wo es ab und zu ganz lustig ist, während der Fahrt Sekt in den Betriebshof von Bayernpark ein. Also da Sekt ab und zu Teile rumstehen, die dann demnächst verbaut werden oder die gerade renoviert werden. Das ist echt ab und zu lustig, was man dann schon im Vorfeld und interessant. Sieht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wer da ab und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt noch drinsteht, die alte Franz-Xaver-Statue ist da jetzt auch noch drin gestanden, die wo es halt altersbedingt halt auch mal jetzt verschwunden ist. Gott sei Dank. Muss man so sagen. Ja. Nein, Franz-Xaver gefällt mir definitiv. Ja. Genau. Das war unser Video zum Steinwirbel. Ich sehe jetzt da noch ein paar wunderschöne Bilder davor. Ja, ein paar wunderschöne Bilder und Impressionen. Und wir sehen uns bei der nächsten Attraktion. Jawohl. Also dann. Ciao. Komm, wir gehen da rein. Was ist das? Warum? Das ist cool. Scheiße.